Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreund zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, wir sind, beziehungsweise wir haben in der letzten Aufnahmesession, also erstmal sind wir in Sheel angekommen, dem Hauptland von Utran, das komplett besetzt ist von feindlichen Invasoren, die nicht Römer sind. Ja, und wir haben für den Hauptmann der utranischen Wache, der hier halbtot rumliegt, ja, Gegenmittel besorgt, weil er halt so halber tot ist. Hier kommen wir nicht durch, weil hier eine Straßensperre ist. Hier ist ein Barbarenlager. Und ja, da ist die eigentliche Basis, die wir aufsuchen wollen. Ich kann aber mal kurz die paar Goblins ausschalten. Jo, weil hier führt ein Weg hinten rum. Getreidefarm und Fischerhütte. Ist nicht weg. Also ja, haben wir kurz die Möglichkeit, uns umzugucken. Der war schnell tot. Oh ja, der Orkposten. Da wäre ein Menschenmonument. Puh, ob wir das wagen sollten. Menschen, los, gib Nachricht zum Lager, schnell! Okay, den kriegen wir nicht mehr. Ja, nicht ganz wie geplant. Vor allem ist jetzt das ganze Gebiet wieder zugedeckt. Was ein bisschen doof ist. Also ja, der Orkposten da ist ein bisschen nervig. Das ist also doch die Map, habe ich richtig in Erinnerung. Hey, Bärensträucher. Das ist andere mögliche. Also ja, decken wir erstmal wieder auf, was so wichtig ist. Gut, das heißt, wir müssen hier den Weg zum Menschenmonument frei machen.
Nachdem wir das Elfenmonument befreit haben. Und ja, die Orkspeer auf uns aufmerksam zu machen, ist auch nicht gerade die gute Idee. Also jedenfalls nicht so früh. Okay, dann bringen wir jetzt erstmal das Gegenmittel zum Hauptmann. Gut, euch zu sehen. Nein. Was gibt es? Ja, hier ist das Heilmittel. Ich habe ein Heilmittel für den Lord Kommandant. Gebt es mir. Ich werde es ihm bringen. Hier, nehmt. So. Spricht mit Lord Tyner. Ja, Lord Tyner ist wieder genesen. Er wird hoffentlich hilfreicher sein als Hauptmann Bahir. Was? Bahir, ja. Ihr habt mein Leben gerettet. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Diese Schuld mögt ihr schon bald begleichen können, Herr. Was immer in meiner Macht steht, sprecht. Was kann ich für euch tun? Wer hat euch vergiftet? Wer hat euch vergiftet? Ich weiß es nicht. Aber wer auch immer es war, er hätte mich besser gleich töten sollen. Nun wird kein Ort zu weit und kein Loch zu tief sein, um ihm als Versteck zu dienen. Habt ihr irgendwelche Hinweise? Nur eine einzige traurige Spur. Meine geliebte Frau wurde von ihm geraubt. Als das Gift zu wirken begann und ich das Bewusstsein verlor, muss er sie aus unserem Gemach entführt haben. Haltet Ausschau nach ihr. Ich hoffe, sie lebt noch. Wenngleich es die Hoffnung eines Toren ist. Doch wo immer sie auch sein mag, der Verräter wird nicht weit sein. Okay. Ich benötige eine Armee, um die Monumente zu erobern. Ich benötige eine Armee, um die Monumente zu erobern. Das soll euch nicht verwehrt bleiben. Ich werde euch einen Trupp meiner besten Männer zur Verfügung stellen. Die Männer treten draußen vor dem Lager an. Ihr könnt jederzeit über sie verfügen. Eine Warnung allerdings noch zuvor. Ja, Foreshadowing. Eine Postenkette spannt sich zwischen dem Monumentfeld und dem Hauptlager von Brannigans Nordarmee. Wenn die Posten die Hauptarmee alarmieren, seid ihr verloren. Unterbrecht ihre Kette, bevor die Nachricht weitergegeben wird. Umrundet das Monumentfeld und fallt von Süden her ein. Dann könnt ihr die Posten erschlagen, bevor sie die Warnung weitergeben. Mhm. Nehmt den Weg, der zwischen den Steinen hindurchführt. Er wird euch direkt an die Postenkette heranbringen. Viel Glück! Ja, gegen Brannigans Hauptarmee können wir nämlich nicht viel ausrichten. Ja, Erfahrungspunkte. Unser Level-Up hatten wir schon. Ja. Schaltet die Post auf dem Hügelkamm aus. Greift die Kreaturen bei den Monumenten an und nehmt das Elfenmonument in Besitz. Tina glaubt, dass die Posten auf dem Hügelkamm nahe den Monumenten die Hauptarmee benachrichtigen werden. Die Postenkette muss unterbrochen werden. Die Posten müssen einzeln ausgeschaltet werden. Ein Alarm wäre tödlich. Kehrt dann zu Lord Tyner zurück. Ja, endlich steht ein Trupp Uthraner zur Verfügung. Die Gegner bei den Monumenten sollten nun keine Schwierigkeiten mehr darstellen, solange das gegnerische Hauptlager nicht benachrichtigt wird. Jo. Ja, folgt mir. Schnell! Sofort! Das heißt, den Weg hier durch und dann müssen wir irgendwie den Posten hier ausschalten. Mir nach! Bevor er irgendjemanden warnen kann. Und ja, da liegt das die Hauptschwierigkeit in der Sache.
Folgt mir! Mir nach! Schnell! Sofort! Das ist nämlich eine der Stellen, die ich am wenigsten mag in Order of Dawn. Und die kann auf meinen Befehl! Hier! Sofort! Bereit! Mir nach! Für den Orden! Menschen! Los, gib Nachricht zum Lager! Schnell! Bereit! Und los! Okay, den haben wir erledigt. Hier! Sofort! Schnell! Für die Freiheit! So, und da kommen Gegner. Das ist ein Hinterhalt! Oh, bisschen viele Auf Gegner. Mein Kommando. Mir nach. Ja. Zur Ehre Aonirs. Auf meinen Befehl. Ja, kämpft, Männer. Da haben wir etwas viel angelockt, hä? Auf mein Zeichen. Auf mein Schnell. Zeichen. Oh, und los! Folgt mir! Vorwärts! Folgt mir! Zum Angriff! So, die paar Minotauren noch loswerden. Bereit, folgt mir. Für den Orden! Ja! Auf meinen Befehl. Auf mein Schnell. Zeichen. Zum Angriff! Die beiden Hütten einreißen und die Kiste plündern. Ja, das purpurne Banner. Das Haus Utran in Schilfi durch die Hand eines Verräters. Dieser hat in der Nacht dort Tyrannas Frau entführt und das Familienbanner Utrans gefunden. Vielleicht finde ich bei Bendigens Truppen Hinweise darüber, wohin er sie gebracht hat. Ja, der Verräter hat sich wahrscheinlich Bendigens Heer angeschlossen. In den Lagen der Angreifer finden sie vielleicht Hinweise auf seine Identität. Oder darüber, wo Tyrannas Frau verborgen hält. Bereit! Und los! Oh. Wer hat den Spawn-Kreis eingeschalten? Das finde ich jetzt nicht gut. Oh, das bedeutet auch in anderen. An anderen Orten sind jetzt die Spawn-Kreise an. Oh, Menscharbeiter ohne Stufe 5. Ach, wie praktisch.
Sprecht! Ja? Auf der Stelle! So. Machen wir gleich noch das Monument an.